alle Augen auf sie gerichtet. Halle Bailey, die neue Ariel. Und wie man sieht, Meerjungfrau trägt sich auch wunderbar auf dem blauen Teppich. Auch sonst sind alle zur Europapremiere gekommen. Javier Bardem, Melissa McCarthy, Jonna Hawking. Eigentlich passte alles, wäre da nicht die Entrüstung einiger Filmfans, dass Halle die Hauptrolle spielen darf. Wenn man das liest, tut es ein bisschen weh. Aber dann habe ich den Kopf hochgenommen und mich auf die positiven Reaktionen vieler Kinder konzentriert, die denken, ich sei eine Meerjungfrau. Zu sehen, dass jemand solche Nachrichten bekommt, ist schwer zu ertragen. Ich weiß es wirklich nicht. Für mich ist sie perfekt für die Rolle. Ich weiß nicht, wann. Kaum war der erste Trailer zu Ariel die Meerjungfrau zu sehen, hagelte es Kritik. Eine schwarze Frau dürfe die Rolle nicht spielen. Ariel sei im Original schließlich weiß. So Reaktionen im Internet. Manch Kommentar, sogar hasserfüllt und wütend. Neben dem blauen Teppich wird der Filmtrailer auch fleißig geguckt. Die Diskussion um Halle Bailey sorgt eher für zusätzliches Interesse. Ich verstehe, dass einige wütend sind. Ariel war immer weiß, in den Büchern. Aber es ist ein Film. Die Rolle kann von jeder Hautfarbe gespielt werden. Ich mag es eigentlich nicht, wenn Zeichentrickfilme verändert werden. Aber dass Menschen meiner Hautfarbe ins Rampenlicht kommen, ist großartig. Hast du eine Ahnung, was das ist? Ja, die Menschen benutzen diese kleinen Dinger, um ihre Haare zu striegeln. Man muss mit anspruchsvollen Animationen und gefühlvollen Melodien lässt Disney Ariel als reale Figur wieder aufleben. Du kannst in dieser Welt nicht leben, es sei denn, du wirst selbst ein Mensch. Ich weiß nicht. Ständig muss man sich im Leben entscheiden, nicht wahr? Das Remake war es natürlich, worüber in London eigentlich gesprochen werden sollte. Und was Halle Bailey und Co. dachten, als sie den neuen Realität- und Technikmix selbst zum ersten Mal gesehen haben. Da habe ich 20 Minuten lang geschluchzt. Vor Glück und Freude, ich bin einfach nur dankbar. Beeindruckt, wie die Magie erschaffen wird und dass trotz aller Effekte das Herz und die Seele der Geschichte über allem steht. Halle Bailey besticht im Original außerdem mit ihrer Stimmengewalt, wie es sich für Ariel gehört.